Ibex. Übersetzt Steinbock. Ein leistungsstarker Motor mehr für allerhöchste Ansprüche. Ein kompromissloses Trägerfahrzeug. Entwickelt und gebaut in Vorarlberg für die härtesten Einsätze im gesamten Alpenraum. Zur Heuernte in extremen Hanglagen hat der Südtiroler Vertriebspartner Agrartechnik Seber verschiedene Anbaugeräte für den Ibex Motormäher entwickelt, die wir euch in diesem Video näher vorstellen. Einen Kreiselheuer, einen Bandrechen und die Pickup-Heuschieber Lightmax, Powermax und Allroundmax. Wir starten mit dem Kreiselheuer, dem Ibex Kreisler. Eine bewährte Maschine, die sich als effektivste Lösung zum Heuwenden etabliert hat. Im steilen Gelände war die Technik aufgrund ihres hohen Gewichts bisher aber nur bedingt einsetzbar. Bisher, denn Agrartechnik Seber hat einen besonders leichten Kreiselheuer für den Einsatz am Motormäher adaptiert. Die seitlichen Kreisel werden von Hand entriegelt und aus der Transportstellung nach unten geklappt. Die Arbeitshöhe stellt man über die Länge des Oberlenkers ein. Das Gerät hat eine Arbeitsbreite von 3,5 Metern. Die vier Kreisel nehmen das Futter schonend auf und verteilen es gleichmäßig. Die Drehzahl lässt sich je nach Trocknungsgrad des Futters stufenlos über einen Drehregler am Holm des Mähers einstellen. Mit seinen drei Verstellpumpen fördert der Ibex immer nur so viel Öl, wie gerade benötigt wird. Auch bei hohen Außentemperaturen wird die Maschine nicht heiß. Der Kreiselheuer wird gezogen, deshalb fährt man bei der Arbeit rückwärts. Der Fahrer geht voraus und kann alle Funktionen mit einer Hand am Multifunktionsgriff steuern. Lässt er den Holm los, bremst sich die Maschine ein und bleibt sofort stehen. Zum Umkehren am Feldende hat es sich bewährt, vorwärts einen Bogen nach oben zu machen und dann wieder rückwärts in die nächste Bahn zu fahren. Dank des kurzen Anbaubocks sitzt der Kreiselheuer sehr nahe am Trägerfahrzeug. Mit der verschiebbaren Achse des Ibex lässt sich die Gewichtsverteilung per Knopfdruck auch während der Fahrt den aktuellen Geländeverhältnissen anpassen. Je nach Position der Achse lastet mehr oder weniger Gewicht auf der Holmseite oder am Gerät. Ebenfalls zum Heuwenden, aber in erster Linie zum Schwaden prädestiniert ist der Bandrechen. Auch diese bewährte Technik bietet Agrartechnik Seber für den Einsatz am Motormäher an. Der Ibex Heuer hat eine Arbeitsbreite von 2,10 Metern. 12 Reihen mit je 3 Doppelzinken nehmen das Futter mit und fördern es zur Seite. Das Gerät wird seitlich mit einem Ölmotor angetrieben. Die Durchflussmenge bestimmt die Umlaufgeschwindigkeit der Zinken. Die Arbeitshöhe stellt man mit einem Lochraster an den Tasträdern ein. Zum Heuwenden arbeitet man ohne Schwarttuch. Der Hang wird in Schichtlinie von unten nach oben befahren. Die Zinken werfen das Futter talwärts und legen es locker ab. Das Funktionsprinzip des Bandrechens erlaubt ein Arbeiten in beide Fahrtrichtungen. Zum Schwaden wird das Tuch heruntergeschwenkt und mit einer Kette gesichert. Die Schwadbreite stellt man über den Teleskoparm ein. Agrartechnik Seber hat auf eine sehr kurze und kompakte Bauweise geachtet, damit das Gerät so nahe wie möglich am Trägerfahrzeug sitzt. Zusätzlich verhindert die verschiebbare Achse beim steil bergauffahren ein Aufbäumen der Maschine. Die freilaufenden Tasträder erlauben sehr enge Wendemanöver. Für einen sicheren Geradeauslauf kann man sie mechanisch blockieren. Zwar nicht für die Heuernte, aber trotzdem erwähnenswert ist der Kippmax. Ein praktischer Helfer für Transportarbeiten im unwegsamen Gelände. Die Kiste lässt sich hydraulisch auskippen, aber auch ebenerdig absenken und anheben. Ebenfalls eine komplette Eigenentwicklung sind die Pickup-Heuschieber Lightmax, Powermax und Allroundmax zum Abräumen von steilen Hängen. Das Futter wird von einer Pickup aufgenommen und talwärts gefördert. Beim Lightmax und beim Powermax rutscht es auf einem glatten Schild durch Schwerkraft nach unten. Beim Allroundmax unterstützt ein hydraulisch angetriebenes Förderband den Abtransport, weshalb er sich auch für den Einsatz in flacherem Gelände und für schweres Futter eignet. Die Geräte wurden erst kürzlich neu aufgelegt und in vielen Punkten weiterentwickelt und verbessert. Durch gezielten Materialeinsatz ist die Konstruktion nochmal leichter geworden, ohne Abstriche bei der Stabilität. Hier im Einsatz ist der Powermax in seiner größtmöglichen Arbeitsbreite von 3 Metern.
ein schlagkräftiges Abräumgerät für höchste Flächenleistung im anspruchsvollen Gelände. Für eine noch bessere Futteraufnahme wurde die Pickup weiter optimiert. Die gesteuerten Zinken streichen von hinten am Boden entlang und nehmen das Futter mit geringstem Kraftaufwand sehr schonend und ohne Verschmutzung auf. Voll ausgefahren transportieren sie es dann aktiv nach oben, bevor sie im Gehäuse verschwinden. Eine Stufe verbessert die Übergabe von der Pickup auf das Schild. Dank der besonders niedrigen Bauweise kann das Futter sofort aufsteigen und wird nicht vor dem Gerät hergeschoben. Die Abstreifer aus flexiblem Teflon sind sehr stabil und sorgen für einen geräuschlosen Lauf. Die Höhenführung übernehmen zwei breite Tastrollen. Eine dritte Rolle gibt es auf Wunsch, genauso wie die zentrale Höhenverstellung mit nur einem Hebel an der rechten Seite. Das hohe Plexiglasschild sorgt für freie Sicht auf den gesamten Arbeitsbereich und verhindert, dass das Heu nach hinten auf den Mäher überschwappt. Die ergonomische Formgebung gewährleistet einen gleichmäßigen Futterfluss unter allen denkbaren Bedingungen, ähnlich wie bei einem Schneepflug. Der Leitmax funktioniert grundsätzlich gleich. Um Gewicht zu sparen, kommt hier aber ein besonders leichter, ungesteuerter Rotor zum Einsatz. Ganz anders ist wiederum der Allround-Max, den es in Arbeitsbreiten von 1,75 m bis 2,35 m gibt. Er löst den bisherigen Silomax ab. Das hydraulisch angetriebene Querförderband läuft jetzt schneller und ist nochmal deutlich breiter geworden, um große Futtermassen auch im flacheren Gelände zu bewältigen. Für einen gleichmäßigen Gutfluss wurde das Band steiler gestellt und der Abstand zur Pickup halbiert. Die Drehrichtung lässt sich am Vorgewende per Knopfdruck am Holmgriff umkehren. Serienmäßig sind alle Abräumgeräte mit einem Rechenhalter ausgerüstet und auch die Trinkflasche ist nur einen Griff weit entfernt. Leitmax, Powermax, Allroundmax, Bandrechen und Kreiselheuer. Mit diesen Anbaugeräten für den IBEX Motormäher erschließt Agrartechnik Seber eine neue Dimension der Schlagkraft bei der Heuernte in extremen Hanglagen. Überzeugt euch selbst bei einer Vorführung oder einer Probefahrt. Weitere Infos findet ihr online unter heuschieber.info oder agrartechnik-seber.com.